Apfel aus der Nase gefallen, glaube ich. Oh. Lecker! Was denn? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich alles um nervige Menschen, deswegen habe ich auch einen nervigen Menschen bei mir. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so für nervige Menschen kennt und ob ihr Bock auf einen zweiten Teil hättet mit ihr. Wäre das cool? Ja. Ja. Hat mir gefallen mit dir. Ja, sag das denen mal, wie cool. Hat mir gefallen, die ist so cool. Ich bin so cool. Definitiv. Dann würde ich auch schon sagen, legen wir los mit dem Video. Oh mein Gott, hast du schon gesehen, was die in der Gruppe geschrieben haben heute? Ich bin noch nicht am Handy. Alter, so geiler Scheiß. Willst du eigentlich auch so? Hast du Hunger? Nein, ich bin voll geil. Hast du das? Und so geil. Mag ich auch ganz gerne, aber ich bin nicht mehr. Nein, nicht besser. Moment, sei mal kurz leise. Hallo? Oh mein Gott, ist es nicht dein Ernst? Nein, alles gut, ich habe hier gar keinen Stress. Erzähl ruhig. Bin voll offen dafür. Ja? Hat er nicht gemacht und ich dachte schon, Bonn ruft sie an und erzählt mir das. Oh mein Gott, wie krank. Sarah. Oh mein Gott, ja? Willst du vorbeikommen? Kannst du ein bisschen leiser reden? Ich hab dir gesagt, ich muss was Wichtiges machen. Was wichtig? Ich muss das morgen fertig kriegen. Ich hab gesagt, du kannst herkommen, wenn du ruhig bist. Willst dich provozieren, ne? Mach mal deinen Scheiß jetzt hier, du störst mich voll. Du Spaßzeug bei mir nicht auf der Liste. Du störst mich voll, ich verstehe das jetzt nicht, ey. Du Kati, störst kein mich, Ding. Alter, dein Ernst gerade? Kati, kein Ding, kannst vorbeikommen. Ich hab gesagt, du kannst herkommen. Störe ich dich? Pomela, ich hab ihn jetzt die Sachen bearbeitet, die wir ihm gegeben haben und auf den Tisch gelegt. Ja. Also ich muss Ihnen aber sagen, wir oder beziehungsweise Sie haben da noch einiges zu tun heute. Also mit gehen wird es nichts. Wie lange bleiben Sie heute? Ich würde sagen bis 22 Uhr. 22 was? 23 Uhr? 24 Uhr. Sie gehen am besten gar nicht nach Hause? Ja, okay, das ist auch in Ordnung. Ich hab eh nichts vor heute. Am Wochenende auch nicht. Ich kann auch bis Sonntag arbeiten. Können Sie das? Kann ich. Sehr gut. Ich hätte sie fast gekündigt. Fast. Dachte ich mir, deswegen dachte ich mir, ich wollte vielleicht mal nett sein. Was hattest du denn in der letzten Mathe-Klausur? Ich war auf jeden Fall besser als du, wie immer. Welche Note hattest du? 2 plus. Ich hatte eine 1, also besser als du. Seit wann hast du eine 1? Ja, 60 von 64 Punkten. Warte ganz kurz. Ich bin immer die Beste in Mathe. Immer. Du bist? Du warst. Ne. Aber hey, sorry, in der letzten Arbeit hatte ich auch mehr Punkte, als man überhaupt erreichen konnte. Okay, du warst jetzt einmal besser als ich in der Schule, was ich dir nicht mal glauben möchte, weil es totaler Quatsch ist, weil ich immer besser bin. Aber komm, ich hab da was. Welche Schuhgröße hast denn du eigentlich? 37. Und du? 35. Merkst du was? Viel besser! Meine sind größer als deine, also viel besser. Dafür bin ich größer als du. Mit Schuhgröße 35 bist du definitiv nicht. Ich bin größer als du. Wie groß? Ich bin größer, ich bin so groß. Ja, ich wollte dir noch erzählen, ey, ich war letzte Woche so krank, ne? Das ging gar nicht mehr. Ich musste fast ins Krankenhaus, ich schwör's dir, ich war sowas von krank. Ich war auch krank, Mann, das war so heftig. Ich hatte richtig Fieber, Mann, 40 Fieber. Und ich dachte, Alter, du sterbst. Ja, aber warte mal, ich war halt extrem krank. Ich war auch im Krankenhaus. Ja, aber ich war extrem... Die haben mich nach einem Tag nach Hause geschickt, deswegen alles wieder gut. Ja, aber ey, warte kurz, ich wollte dir erzählen, wie krank ich war und du kommst hier mit dem, wie krank du warst. Warte doch kurz. Ja, weil ich auch krank war. Ja, aber ich war ja... Richtig heftig krank. Ich war auch richtig heftig krank. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich fast tot. Ich war tot. Brauchst du irgendwas? Nee, alles gut. Okay. Alles okay bei dir? Also alles gut, danke. Okay. Nee, ich brauche nichts. Ist okay. Okay, alles klar. Zimmer! So eine Jacke habe ich letztes Mal auch gesehen. Die ist voll cool. Wollen wir uns die vielleicht zusammen kaufen? Nee. Warum denn nicht?
Sag mal, hast du einen Hund? Wer bist du überhaupt? Ich mag voll gerne Hunde. Wie heißt deiner? Ja, und wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Warum willst du mit mir Gassi gehen? Ach, wir können doch voll die Freunde werden. Kannst du aufhören, mich anzufassen? Ich brauche ein paar Freunde. Ja, es ist schön, aber dann such dir woanders Freunde, nicht auf Straßenbahn. Wir sind auf der Straßenbahn. Ja. Gut zu wissen. Ich dachte, wir können Freunde sein. Nee. Ich dachte, wir können Freunde sein. Gefallen, glaube ich. Oh. Lecker! Was denn? Hallo? Ja, Mann. Ey, ist es dein Ernst? Nein. Ja, voll. Wie kannst du bitte besser sein? Ich bin auch größer als du. Geht gar nicht. Doch, geht. Nee, geht nicht. Ist halt unmöglich, aber für Sarah ja nicht. Weil du Sarah hast. Gut, dann nenne ich dich doch Sarah. Und welche Schuhgröße hast du? 35. Ist das echt? Ja. Das ist so süß. Nein, ich habe Schuhgröße 2. Scheiße. Ich kann dich nicht anhusten.